Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen RS4 Limo Video. Ich denke, es gibt nichts anderes auf der Welt, was ihr so sehnsüchtig erwartet wie dieses Video. Ich kann euch die Vorfreude aber gleich nehmen. Es geht nicht so sonderlich weiter mit dem Auto. Ich habe es jetzt schon das eine oder andere Mal ein bisschen erklärt. Ich mache es trotzdem nochmal, weil ich denke mal nicht, dass jeder jedes Video sieht. Ziel war es, das Auto zur Essen Motorshow auf Rädern zu bekommen. Das haben wir geschafft. War die Hölle. Jetzt fahren wir aktuell einen Gang runter. Ich bin Vater geworden. War wunderschön. Hat aber alles nichts damit zu tun, sondern es liegt einfach daran, wir haben einfach keinen Platz mehr. Das heißt, unsere Werkstattsituation ist einfach die Hölle. Ich möchte dieses Auto nicht in diesen Gegebenheiten zusammenbauen, weil ich weiß, in den nächsten Wochen wird eine neue Werkstatt fertig und die wird so viel geiler sein, dass es auf jeden Fall 10-mal besser zu diesem Auto passt. Ich habe alles an einem Ort, ich kann alles zusammenbauen, ich muss nicht immer von A nach B nach C die Sachen transportieren. Deswegen gibt mir jetzt noch die paar Wochen Geduld, bis das Auto dann wirklich wieder, genauso wie vor der ersten Motorshow, wirklich in schnellen Schritten zusammenwächst. Ist jetzt ja auch nicht mehr so viel. Wir reden davon eigentlich nur noch, den Innenraum zusammenzubauen und die Technik. So, und genau da setzen wir nämlich heute auch ein. Die Technik können wir natürlich auch ohne Werkstatt vorbereiten, weil alles drumherum, was ja fast alles Anfertigungen sind, wie ihr mitbekommen habt, entstehen natürlich nicht bei uns, sondern bei externen Firmen. Und genau deswegen treffen wir uns heute mit dem Tim Winkelmann in Holland. Tim ist absoluter 5-Zylinder-Fan, hat mehrere Autos mit richtig saftig Druck da drin und die lassen bei einem Holländer, Gorta Racing, welcher auch genau so ein 5-Zylinder-Freak ist, tatsächlich eigentlich alles Erdenkliche aus Alu fräsen. Ich sage das jetzt einfach so, es ist aber die Wahrheit. Blöcke, Differentiale, Ölpumpen, Ölwannen, Trockensumpfsysteme, eigentlich alles. So, und nachdem ja diese Thematik, das ist das Coole an dieser Limo-Wiederaufbauserie, eigentlich hatten wir ja mit Diff ganz was anderes hinten vor. Jetzt haben die allerdings gesehen, als sie von der Problematik mitbekommen haben, das BMW-Diff, was wir uns damals überlegt hatten, hatte die falsche Drehrichtung. Somit kam Tim an und meinte, hey Philipp, ich habe die Lösung. Und zwar, es gibt tatsächlich einen Audi-Triebsatz, der diese Leistung hält. Der stammt von den alten 5-Zylindern und ist auch ein 411er Triebsatz. 411 ist die Übersetzung. Aber das Gehäuse ist der Schwachpunkt und die Flansche. Und genau deswegen haben die Jungs, wo wir heute hinfahren, es soll ein wirklich krasser Maschinenpark sein, das ganze Differential hinten aus dem Vollen gefräst. Ich habe es ja in einem Video schon mal gezeigt, wie das Ganze aussieht. Heute gehen wir auf die Technik ein, was die sich dabei gedacht haben, wo es kompliziert wurde, was zu beachten war. Wir gucken, was gewichtsmäßig am Ende bei rauskommt, weil das Diff ist schon mit der passenden Drechslersperre zusammengebaut. Und ja, ich denke, jede Menge heiße Technik erwartet euch. Aber wie gesagt, nagelt mich nicht auf die Limo-Videos fest. Ich bin wirklich immer motiviert, an der Sache weiterzumachen. Es wird auch wirklich noch viel Technik drumherum kommen, weil Motor ist ja immer noch nicht komplett zusammengebaut. Dann beschäftigen wir uns noch mit der Thematik Trockensumpf am Fahrzeug, Öltank, Ölkühler, Ladeluftkühler, Ansaugsystem, Ansaugbrücke, Elektrik. Es wird noch so viel kommen in den nächsten Wochen, dass ihr da auf jeden Fall beruhigt sein könnt, dass es weitergeht. Ich habe auch schon in einem anderen Video gesagt, sorry, wenn ich mich ein paar Mal wiederhole jetzt, aber ich weiß, dass nicht jeder die Arbeitvideos guckt. Wir haben ja dieses Jahr genau das Event in Hannover, wo dieses Auto für fahren muss. 8. bis 10. Juli, die PS Days, heimische Messe. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn in Hannover schon eine Messe stattfindet, dann muss da natürlich auch die RS4 Limo am Start sein. Das heißt, einen Zeitplan gibt es. Jetzt müssen wir noch das Beste daraus machen. Aber ich werde auf gar keinen Fall bei diesem Auto anfangen, irgendwo Kompromisse einzugehen oder zu fuschen. Das Ding wird wirklich sauber, picobello, bis ins Kleinste durchgezogen. Und das dauert halt einfach ein bisschen Zeit. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Amsterdam und mal gucken, was bei Gorta Racing so alles geht. So, da sind wir. Hallo. Einmal Tim. Jo. Und Kees. Witzige Sache, fast mein Nachname falsch ausgesprochen, heißt der Herr mit Vornamen. Hier in Holland. Jo. Das hier ist deine Firma. Ja. Sieht groß aus, als wenn hier viel gemacht wird. Ihr könnt es jetzt noch nicht sehen. Wir haben schon mal kurz dahinter geschaut. Und wie ihr so seht, wird hier ziemlich viel geile Scheiße gebaut. Auf jeden Fall. Nur 5-Zylinder oder alles eigentlich?
bis heute eigentlich viel Fünfzylinder. Eigentlich, da sind wir mit angefangen und meine, wer heißt das, ich sage immer Five for Life, so, aber egal, wir machen auch andere Sachen heute, aber ein bisschen Army-Teile, aber das ist viel für Traktor-Pooling, Drag-Racing. Und jetzt so langsam. Aber unsere eigenen Produkte sozusagen sind eigentlich geeignet für Fünfzylinder oder Audi im Allgemeinen. Jetzt muss man erstmal erklären, wie seid ihr beide überhaupt zueinander gekommen? Boah, das ist wahrscheinlich Viertelmeile-Event, irgendwas ist kaputt gegangen, nee, die machen da, was stärker. Da kannten wir uns noch gar nicht, sondern Arne und Steffen waren auf der Motorsportmesse. Mhm. Ich hatte den Tag leider keine Zeit und dann haben die mir davon berichtet und dann habe ich ihn einfach mal angerufen und habe ihnen erzählt, was ich so vorhab. Und dann kamen wir auf das Thema mit dem Billet-Block. Wie lange machst du schon Fünfzylinder? Seit 2013. Und du? Fünfzylinder, wie lange? Boah, mein erster Wagen war ein S2 Coupé, das war seit 18, 20 Jahren. Also eigentlich schon immer? Ja. Ich bin angefangen, das mit Glück habe ich ein S2 Coupé kaufen können. So. Aber ich finde es immer krass. Mal gucken, ob wir das irgendwie den Leuten noch so ein bisschen beibringen können, weil es ist ja schon so bei den Fünfzylinder-Jungs, die bleiben ja alle immer so drauf hängen. Ja. Weißt du, weil so der Aufwand aus diesen Fünfzylindern, diese Leistung rauszukriegen, könnte man wahrscheinlich deutlich einfacher irgendwie V6 R32 reinhängen. Ja, jetzt wahrscheinlich noch mal ein paar PS mehr. Da wissen wir mittlerweile aber ja auch, dass manche Jungs die halt schon gut geknackt haben. Ja, ja, klar, keine Frage. Ja. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet sowas als Sechszylinder bauen, ne? Nee, das würden wir nicht machen. Nee. Nein, aber ich lieber kann, Fünfzylinder ein bisschen länger. Nee, ich kann es auch irgendwo verstehen, weil Sound und so, Fünfzylinder ist halt einfach Fünfzylinder. So. Einmal für die Zuschauer, wir machen das folgendermaßen. Wir gehen jetzt erstmal kurz auf die Diff-Thematik ein und dann könnt ihr euch noch auf ein weiteres Video auf jeden Fall freuen, wie wir hier so ein bisschen durchlaufen und mal so gucken, was ihr hier so alles an geilem Zeug baut. Ja. Das war das gute Stück, was ich euch schon mal einmal gezeigt hatte. Das war der allererste Prototyp, der jemals geschweißt ist. Wie ist das so, wenn ich hier so alles anfasse? Ist das schlimm? Weil ganz viele sind bei so gefrästen Teilen immer so ultra penibel und vorsichtig. Nee, alles gut. Das ist meine tägliche Sache, so, nee. Würdest du das irgendwie schützen, versiegeln oder irgendwas? Oder? Ja, man kann das noch eloxieren zum Beispiel, aber mit solchen Teilen machen wir das eigentlich gar nicht. Ist möglich, kann mit dieser auch noch gemacht werden, aber ja. Weil, wo das jetzt losgeht, gefühlt fährt jetzt ja seit einem Jahr jeder in Deutschland einen gefrästen Ventildeckel. Das ist ja wirklich so. Wir haben da ja mit angefangen. Das ist so über Nacht gekommen. So. Erst sogar hätte sich auch niemals einer Gedanken zu gemacht, irgendwie so ein 20-Euro-Teil ersetzen durch ein 1000-Euro gefrästes Teil. So ja, ungefähr. Viele haben aber mittlerweile auch Probleme mit den Spulen. Und jetzt haben sie auch angefangen, andere Zündspulen auch zu fahren. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich die Aufnahme direkt gleich fräsen kann. Ne? So, und da weiß ich noch, da wenn du dann doch mal so vorsichtig aus Versehen so anfasst, immer gleich so. Ah, ja. Andererseits, ich weiß ja, bei euch ist es so, wenn da am Wochenende was kaputt geht, fängst du ja nicht an, dir zu überlegen, fasse ich das jetzt an oder nicht. Auf gar keinen Fall. Das wird da so schnell rein, raus. Auf gar keinen Fall. Das muss nur funktionieren. Genau. Es muss zwar auch schick aussehen, aber erster Punkt ist halt, dass es funktioniert. Erklär mal, Tim, einmal, das ist jetzt nicht ganz mein altes Differential, sondern so ein halber Zwitter, übertrieben gesagt. Ne? Normalerweise war unter meinem Auto auch mal so ein langes Diff. Genau, richtig. Man hat nur unter dem Flansch quasi nur eine Welle, wo man die Welle raufsteckt. Und beim Typ 89 hat man halt den Flansch, wo die Kardanwelle angeschraubt ist. Mhm. Und wir haben das Diff jetzt quasi ja so konzipiert, dass man entweder den Flansch einfach hier ranschrauben kann oder mit einem anderen Triebsatz fährt, um einfach die Kardanwelle anzuschrauben, so wie das in deinem Differential ist. Das heißt, eigentlich haben wir hier einen Diff, was in mehrere Autos reinpasst. Ja, okay. Typ 89, B3, B4 und B5. Also eigentlich überall. Ja. Fast. In den drei. Von Audi 80 bis A4. Genau. Weil sowohl einmal die Flanschanbindung hier doppelt passend ist. Genau, wir haben hinten beide drin. Also einmal quasi die 4 fürs Coupé und die 3 quasi B4, B5-Plattform. Und die B5-Fahrer müssten dann theoretisch, wenn sie alles original lassen wollen, noch diesen Verlängerungsflansch da reinmachen? Genau, der ist in Planung, aber... Da weiß ich allerdings, das Teil macht definitiv original Probleme, deswegen wollte ich nicht mehr haben. Ja. Der Basti, TTD, der hat, glaube ich, schon, Grüße gehen raus, bestimmt schon 10, 20 Stück davon durchgeraucht. Ja, glaube ich. Ja, die verbiegen sich immer leicht. Mhm. So, und dann irgendwann fährst halt 200 und alles hybrid wieder, ne? Ja. So, ist auch kein günstiges Teil, weil kostet, glaube ich, bei Audi auch schon ein halbes Vermögen, so, okay, diese Welle. Ja gut, ich sag mal, wenn man das Gehäuse hat und die versteckte Welle da drin ist ja... Dann wird das wahrscheinlich wieder eine andere Sache sein, ne? Würde auf jeden Fall gehen. Und deswegen in meinem Fall wird jetzt einfach die Kardanwelle länger und wir gehen direkt quasi auf das Diff. Genau, dann ist halt nur
bei der B4, B5 Plattform muss man halt den Halter dann halt selbst, genau, selbst anpassen. Entweder man hat halt die Rohrachse schon. Das ist natürlich leichter, da halt anzubringen. An die originale Achse ist halt ein bisschen, aber ist alles möglich. Beim B5 ist der Tanklader hier relativ eng. Das heißt, man muss eher auf der Seite gucken, machen, tun. Ja, ich würde mir aber auf der zweiten Seite trotzdem was überlegen, um das noch mit abzufangen. Nicht, dass das nachher doch das Schwanken anfängt. Ne? Weil original hat er ja wirklich nur hier vorne dieses eine Lager da dran. Genau, das gibt es ja auch schon gefräst. Ja. Das hat Haarspeed ja und Robin Prechtel, meine ich. Die haben das für ein B4, B5 quasi auch schon gefräst mit einem PU-Lager drin. Ja. Am wichtigsten ist, dass das Drehmoment hier mit dieser Stütze richtig angefasst wird. Normalerweise hat man bei Coupé nur am hinten so ein kleines Ding. Das ist eigentlich 180 Grad. In Zerbst sind halt diese Gusshalter, wenn man die originalen Gusshalter fährt, sind bei mir beide abgebrochen. Und das Diff hat sich quasi so in die Achse gestellt. Ja, man unterschätzt immer bei einem Viertelmeile-Auto, was in diesem Diff hinten so los ist, wenn dann halt Traktion da ist. Ja. Nils zum Beispiel, der hat in Zerbst seinen Diff auch komplett auseinandergesprengt bei dem Competition. Also das war auch, einmal hier abgebrochen und hinten das Teil. Also das hing alles komplett durcheinander. Das eigentliche B5-Diff, was bei mir drin ist, das hat auch nicht diese manuelle Sperre drin? Nee, das hat nur... Nee. Und es sieht auch gefühlt, ehrlich gesagt, ein bisschen schwächer sogar aus. Also da sieht das hier fast sogar noch dicker. Ja, wenn dicker man jetzt aus dem C4 zum Beispiel eins nimmt, der hat das teilweise auch nicht. Und wenn man eins vom V8 nimmt, ein Diff, der hat ja original schon eine Torsensperre drin, dann hat man das auch nicht. Das heißt, das ist einfach nur manuelle Sperre, der wirklich 100% sperrt. Ja. So, da ist einfach nur eine Welle, wie mit so einer Schaltklaue, wo das rübergezogen wird, dass das miteinander verbunden ist. Gesperrt ist. Ja. Wenn ihr dann Viertelmeile damit gefahren seid, habt ihr es auch immer gesperrt? Oder hattet ihr schon mal ein anderes Diff drin? Ja, eine 180 Ampere Max-Sperre. Ah, okay, also einfach zugeschweißt, also Dauer drin. Ja. Sympathisch. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie das mit diesem Drexler-Diff hier drin funktioniert. Ihr erinnert euch ja, wir waren ja bei der Firma Drexler, wo wir das Diff schon dafür in der Hand hatten, mit der Lamellensperre. Das ist schon... Ja, das fühlt sich auf jeden Fall schon kräftig an. Ja, wenn man die mit Hand drehen kann, gegeneinander, ist nicht in Ordnung. Die ist fest. Und die wird eigentlich mit mehr Kraft immer fester werden. Nur, wenn man bremst sozusagen, wird sie wieder los. Wird sie sich selber losen. Und ich habe ja jetzt das erste Mal auch die gleiche Sperre quasi im Differential in der Mitte. Da haben wir die Torsensperre rausgeschmissen und haben auch eine Lamellensperre von Drexler drin. Mega. Gucken, wie das so funktioniert. Und das hintere Torsendiff im Getriebe? Das hintere Torsendiff im Getriebe? Nein, ich meine das. Das Mitteldiff. Also ich habe sowohl das vordere, also alle drei Sperren sind jetzt quasi von Drexler die Lamellensperre. Cool. So, und dieses in der Mitte, das haben die gerade ganz neu, weil tatsächlich wieder 5-Zylinder, gab irgendwie einen, der so bescheuert Rennstrecke damit ballert noch, dass der unbedingt ein anderes Mitteldiff haben wollte, wegen auch Kraft vorne, hinten und so weiter. Deswegen haben die tatsächlich... Die Originalen, die brechen, also wenn die nicht verschweißt sind oder halt keinen Durchtrieb ganz normal gefräst hat, dann gehen die öfter mal kaputt. Sehr anfällig waren die V6-Dinger damals auch. Wenn dann auch im Schnee gefahren ist und eine Achse offen war, dann sind die auch ganz oft auseinandergebrochen. Nee, ich habe es tatsächlich kaputt bekommen. Meinem V6 damals im Schnee habe ich ein, zwei Mal kaputt. Ich war jetzt ja nur auf diese Variante jetzt. Deswegen freue ich mich auch, dass das geklappt hat, weil ich weiß ganz genau, solange man das Mitteldiff original gelassen hat, ging das bei mir mit dem hinteren Diff immer noch, weil gar nicht so viel Kraft nach hinten gegangen ist. So spätestens, wenn der hinten Last bekommen hat und vorne ein bisschen Luft, ist relativ viel Kraft wieder vorne. Ja. Wenn ich jetzt aber ein Mitteldiff habe, was ein bisschen gesperrter ist und mehr Kraft nach hinten gibt, dann weiß ich, dass das Originale, im Zweifelsfall fliegt das Originale schon auseinander, wenn er nur von 1 in 2 schaltet und nicht mal einen Start machst. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Ich habe bei mir ein Geschweißes drin gehabt und das waren ganz andere Welten. Das heißt, das ist jetzt aus einem Stück bei euch aus der Maschine gefallen? Ja, so ungefähr, ja. Eigentlich sind es ja drei Teile. Ja, sind drei Teile. Einmal der Deckel an der Seite. Und der vordere, ja klar. Teil und das Gehäuse halt. Was für ein Alu-Klotz war das vorher? Weil das wären doch schon so 100 Kilo oder so sind das auch, oder? 60 Kilo bestimmt, 60, ne? So ein bisschen, ja. Schon bisschen, ne? Ja, vielleicht ein bisschen mehr, weil die hier reinsteckt, war auch voll. Du hast, aber ungefähr. Wie macht ihr sowas? Habt ihr das gescannt oder von null auf konstruiert? Ich habe hier so eine 3D-Messmaschine. Da kann man nicht so Überfläche mit scannen, aber du kannst ganz genau Lochposition machen und Überfläche. Und da haben wir erstmal das grob so eingemessen.
Und von da aus zeichne ich da, das von den Datei. Das heißt eigentlich mehr nur so diese ganzen, ich sag jetzt mal, Ebenen und das dann passend miteinander verbunden und so. So dass wir auch diese, eigentlich die Originalsteckwelle von Audi, die Zahnräder wieder nutzen können. Mhm. Genau, das ist jetzt nämlich das Coole. Ich brauche den 411er Triebsatz, also die Achsübersetzung, die muss beim Allrad logischerweise immer vorne zu hinten passen. Daran scheitert es ja auch bei dieser Version, die wir machen wollten mit BMW, auf den Kopf drehen und so weiter. Der ist aber gut, der ist funktioniert, der Original-Audi-Triebsatz, der jetzt hier drin ist. Da gibt es keinen Ärger. Nein, also ich habe noch keinen kaputt gekriegt. Nein, und bei dem BMW ist das halt das Problem, das dreht halt andersrum. Mhm. Ne? Da hast du ein Dreiwellengetriebe und Nolans E ist ja zwei Wellen. Ja, ja. Deswegen habe ich auch das Problem gehabt mit dem. Ich wollte das Diff eigentlich auch bei mir einbauen, aber da das Liberty ein Dreiwellengetriebe ist, geht das nicht. Falsch rum. Aber da kommen wir später zu. Das läuft dann halt andersrum. Das was ist dann, genau heißt denn 411? 411 ist einfach nur die Übersetzung. Das heißt, 4,1 Umdrehungen hiervon sind eine Umdrehung auf der Antriebswelt. Einfach nur eine Übersetzung wie, keine Ahnung, bei Fahrradkette, wie die Zahnräder zueinander und so weiter. Mhm. Okay. Und da das logischerweise das gleiche wie vorne sein muss, sonst passt wieder Geschwindigkeit Vorderräder zu Hinterräder nicht. Vermessen, aber das Problem ist ja, das Entscheidende ist ja eigentlich bei diesen gefrästen Teilen nicht unbedingt immer, dass es aus Alu gefräst ist, sondern auch, wie es gefräst ist, die Konstruktion dahinter und so weiter. Ja, ich habe versucht, ein bisschen über nachzudenken. Nee, zum Beispiel, wir können anfangen mit den Deckel. Wann du zum Messkammer, haben wir die auch noch? Ja. Kannst du bitte einen fassen, dann haben wir das dabei. Eigentlich mit diesen Original-Diffs, egal ob du B4, B3, was am weichsten ist, sozusagen, am meisten fangen die an, hier am Deckel zu biegen. Mhm. Auch bei dem 01E-Getriebe, wenn du am vorne etwas platzt oder so, habe ich letzten Sommer auch noch gehabt, weil ich da noch nicht so einen inne habe, dann verbiegt das doch etwas oder die Lagerschale hier biegt nach außen. Deswegen kommt das, das Differential selber geht ein bisschen nach außen. Und dann wird die Verzahnung eigentlich auf den Spiel dazwischen wird vergrößert. Und dann sagt man meistens, die Verzahnung ist kaputt. Ja, ist auch so am Endeffekt, aber das war nicht die Ursache. Genau. So, was wir dann versucht haben mit das hier, ist das alles stabiler zu machen. Eigentlich, dass wir dann mit originaler Verzahnung das Problem eigentlich nicht mehr haben und dann auch versuchen, das noch ein bisschen stärker zu machen. Okay, das heißt, der Ansatz ist, dass, ich meine, man hat es ja im Getriebe auch öfter mal so, dass die eigentlichen Zahnräder gar nicht kaputt gehen, weil sie zu schwach sind, sondern weil sie einfach nicht mehr so ineinander laufen, wie sie sollen, sondern halt zum Beispiel ein bisschen auseinander gehen und dann so auf den Spitzen laufen, dass es halt knack macht. Jo. In dem Fall ist hier halt so eine 90-Grad-Übersetzung drin. Das heißt, automatisch wird eine Seite immer rausgedrückt. Ja. Und genau, das wird eigentlich zu dieser Seite, nach den Deckelseite draußen gedrückt. Und ja, deswegen haben wir dann eigentlich, diese ist ein bisschen dicker auch noch wie das Gussteil, aber hier sieht man auch am Ende. Das Ding sieht ja fast kugelsicher aus, Alter. Ich finde ja, so gefräste Teile sind einfach immer geil, weil sie schon geil aussehen. Ist einfach so, oder? So, selbst wenn es nicht funktionieren würde, es guckt sich einfach. Ach, kannst du noch eine Uhr von machen? Ja, aber das ist schon. Ja. Für so einen Flansch? Guck schon, was das hier für dicke. Weil das Gussteil wäre hier vielleicht nur so halb so dick überall, ne? Ja, und hier ist ja außen dann auch ein Kugellager drin. Mhm. Ja, genau was Tim sagt auch. Das Einzige, was das Geile von dieser ist, dass die auch noch im Original-Diff passt. So, dass eigentlich kann man diese auch nutzen als Upgrade, nur den Deckel für ein Original-Diff. Diese fast, das ist nicht nur, ich bin dann auch so praktisch, versuche ich zu sein. Das zu adaptieren. Ja. Das vorne von dem 01E-Getriebe ist mal ein anderer Deckel, oder? Das ist der gleiche. Ja, aber die wird auch kommen. Wird auch kommen, okay. Weil die mache ich schon selber auch kaputt. So, ich mache immer Teile, die ich selber kaputt mache. Es geht quasi in der Kette immer weiter. Irgendwas geht immer kaputt und dann verschiebt sich das immer weiter. Weil das Krasse ist natürlich, hier ist im Laufe der Videos werdet ihr sehen, was hier so alles gemacht wird. Selbst die Flansche sind auch von euch hier gemacht. Ja. Und normalerweise stecken diese Flansche immer nur in dem Differential. Genau, in der Verzahnung quasi. Außen haben die keine Führung. Und die werden hier tragen, nur auf das kleine Überfläch im, Das heißt, theoretisch wabbeln sie die ganze Zeit mit dem ganzen Differential hin und her und sind mit dem eigentlichen Gehäuse gar nicht verbunden. Nee. Und deswegen knacken die auch ab, wenn man einen Grip hat. Und da habt ihr euch überlegt? Ich hatte die alle vier ab schon. Ja. Vorne wie hinten. Ja. Die sind einfach quasi hier an der Stelle einfach knack weg. Abgeknackt. Ja.
Ja, weil die kriegen dann wahrscheinlich so ein bisschen Knickwinkel rein, ne? Und genau. Dann ja. Bumm weg. Und dann habe ich die Flasche drin gehabt, habe keine Probleme mehr gehabt. Ja, normalerweise sozusagen soll eine Gelenkwelle eigentlich kein Drehmoment in diese Richtung, weil die biegt. Mhm. Die kann biegen, die ist, deswegen hat man eine Gelenkwelle. Aber wenn man richtig Drehmoment drauf macht, ja. Dann wird das doch festhalten und dann biegt das irgendwo hin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es den Moment in so einem Antriebswellengelenk gibt, wo da so viel Kraft drauf ist, dass das einfach wie festgeht auch. Ja, dass das gar genau, nicht mehr so genau, funktioniert von den ja. Kugeln her, dass das immer so sich in sich dreht, sondern ja. Einfach natürlich dann das so alles mit sich zieht. Am Endeffekt dreht das oder das hier geht kaputt. Ja. So. Irgendwo, aber das dreht, wann das stabil ist. Und das haben wir bei deinem Wagen auch gesehen. Ich weiß noch, wann du das ganze Diff abgeknickt hast. Hat er gesagt, jetzt sind auch deine Welle kaputt. Ja, und das Diff hat noch gehängt, nur an die Welle und das Differential so am Endeffekt. Wie gesagt, das lag wirklich komplett hochkant in der Achse drin. So, und das da ist alles abgebrochen. Da habt ihr euch als Upgrade überlegt, dass ihr hier zusätzlich nochmal Lager reinsetzt? Ja, das sieht man hier hinter dem Dichtring. Ja. Original ist an dieser Seite, ist den, heißt das konisch? Konisches Lager, mhm. Tonlager an dieser Seite, das ist original. Wenn wir das dann umdrehen, normalerweise gibt es hier nur einen Zimmerringer. Mhm. Was wir dann haben, hier ist ein Zimmerringer, selbstverständlich, aber mit hinten noch ein Kügellager mhm. am Ende. Mhm. So, normalerweise, dieses Überflech läuft nur am Zimmerring, im Originaldiff. Mhm. Aber hier haben wir das so kombiniert, dass das am Zimmerring, genauso am Zimmerring läuft zum Abdichten, aber hinten mhm. läuft das dann auch auf ein Kügellager. Das heißt, das Original-Diff eigentlich nur mit zwei Lagern gelagert? Ja. Auf der Innenseite und genau. Jetzt die Flansche haben quasi zusätzlich noch ein extra Lager. Ja. Genau. Das richtig. Kostet ein bisschen Drehmoment, aber im Endeffekt biegt das nicht mehr so, dass das dann ärgerlich, wenn man Viertelmeile fahrt oder etwas oder mit vielen Leistungen. Ich denke, dass du das selber auch machst, ein bisschen starten und dann wirklich starten. Und ja, dann sollte das eigentlich besser halten. Das heißt, in Summe versucht man irgendwie, obwohl hier natürlich immer noch extrem viele Kräfte durchgehen, die aber so ein bisschen über das ganze Gehäuse überall hin zu verteilen und nicht, dass es sich biegt und dann an einer Stelle auseinander geht. Genau, bei meinem Original-Diff habe ich dann zum Beispiel auch so ein Billet-Sperr-Diff rein. Aber was dann, da ist der, die Ausgang war eigentlich, dass hier unterstützt wird, ist schon auseinandergebogen, mhm. ist eigentlich gerissen. Ja, ja. Und das passiert dann auch. So, ja. Krass. Deswegen haben wir dann das eigentlich so konstruiert, dass das dann eigentlich auf die Flansche selber auch noch wieder gelagert ist. Dieses ist quasi der Einschub, der hier drin steckt, um quasi den Triebling quasi auch einzumessen. Und wie gesagt, wenn man das alles einmessen möchte, kann man einfach das Teil rausziehen und alles extern einmessen und so wieder montieren. Das heißt, dieses Teil würde jetzt bei dem Originalteil hier so irgendwo so sitzen? Nein, das ist genau hier. Ja, da hat er recht. Ja, beim Originalteil ist das alles fest eingegossen in dem Gegens. Okay. Wenn du das noch 90 Grad drehst, dann ist es so. Klar. Das ist so hier. Mhm. Eigentlich ist dieses Frontfleisch ist hier gegen. Das heißt, hier ist das alles aus einem Teil gegossen und ihr habt das mehrteilig gemacht? Ja. Genau. A, damit stabiler und B, wegen Einmessen, weil es einfach am Ende einfacher ist. Richtig. Und wann dann zum Beispiel diese Lager kaputt sind oder so, darf man auch nicht ganze Diff unternehmen. Man kann eigentlich Diff hängen lassen und nur das Frontteil rausnehmen. Mhm. Und was man halt so schon sieht, dieses Teil ist eigentlich die Verbindung von hier vorne, kommt die Kraft mit der Kardanwelle an, muss dann irgendwie hier durchtransportiert werden auf den Triebsatz. Genau. Das steckt theoretisch hier drin mit ein paar Lagern. Und wenn man sich jetzt anguckt, was das auch für eine dicke Wandstärke ist, dann weiß man halt, dass dieses Ding sich auf jeden Fall nicht so schnell verformt. Ne? Also das wird schon relativ lange. Und das sitzt auch noch hier in, die eigentlich selber auch noch eine riesige Wandstärke hat. Ja, weil das, wie gesagt, das Thema mit Biegen und alles, das würde ich eigentlich einmal erledigen und nicht wieder haben. Das heißt, was würdest du sagen gegenüber einem Original-Diff, wie viel das mehr kann? Redest du da eher so von doppelt so viel oder unkaputtbar? Oder? Naja, ich würde mich freuen, wann etwas kaputt geht, weil dann muss ich das wieder besser machen, sage ich immer. Aber ich kann mich jetzt noch nie, wann etwas, keine Ahnung, dann soll vielleicht doch Verzahnung am Ende sein, dass das irgendwo abbricht. Dass jetzt einfach das so stabil ist, dass jetzt Zahn auf Zahn. Das ist möglich. Aber da muss man doch ziemlich viel Kraft fahren. Wie gesagt, dann reden wir, das gibt momentan viele Leute mit ziemlich kräftigen Motoren sozusagen. So,
fünf Jahre her war 1000 PS geil, aber jetzt ist es mehr so. Ah, jetzt geht's los bei 1000. Ja, dann ist es 1500 oder. Aber das soll das helfen. Ja. Was denkst du, wie viele von diesen Differentialen werden bald so unterwegs sein? Ist da ein Markt für da? Gibt es da schon einige, die das so fahren wollen in der Szene noch so? Ja, ich habe eigentlich eine Army etwas. Ich bin immer noch ein bisschen, ich bin immer Vorsicht, weil ich habe mit meinem Firma, ich mache eigentlich diese, ja, Spielerei ist es nicht mehr, aber nee, was wir so ein bisschen dazu machen. Eine coole Spielerei auf jeden Fall. Ja, wir machen das dazu und ja, ich bin eigentlich ein bisschen Vorsicht, weil wir haben sowieso scheiß viel Arbeit und das ist gut, aber ja, genauso wie in Deutschland, gute Leute zu finden, dass wir noch mehr machen können, ist auch schwer, ist ziemlich schwer und wir denke ich noch, ja, so. Wegen das Thema bin ich immer vorsichtig, ich bin nicht so auf Internet drauf, weil wann ich etwas poste oder die Jungs machen das, egal wo, dann ja. Willst gleich jeder haben. Ja, und, aber den in sozusagen B4s, sorry, B5s, den S4s sind, gibt es doch viele im USA. Mhm. Da habe ich eine, die hat mich dann gefragt, hast du so etwas, ist da etwas für? Und dann habe ich so Bilder geschickt und die hat mich hat sich zwei Tage später wieder gemeldet. Was wollen wir 8 kaufen? Ich habe schon 8 Leute, die eine haben möchten. Weil die Amis, die nutzen halt diese S4s wirklich zum Viertelmeile fahren. Da gibt es halt so viele gute Strecken, dass die da wirklich viel die Kisten fahren. Auch gar nicht unbedingt mit 1.000, 1.500 PS, sondern die fahren auch viel mit 600, 700, 800 PS, aber mit Slicks halt drauf. Versuchen durch den Antrieb halt viel gut zu machen. Ne? Und klar, wenn du denen natürlich jetzt sowas lieferst, was Plug and Play passt, ist das für die natürlich geil. Ne? Ja. Anstecken und fertig. Und also ich muss auch sagen, optisch würde ich sagen, das wird ich auf denke jeden auch, Fall dass da noch einige nachkommen, die selbst die das fahren und Probleme hatten, dass die sagen, bevor ich jetzt noch dreimal das Diff wieder tauschen muss. Und ich meine, klar, hat man vielleicht noch welche, aber die Originalen, die kosten mittlerweile auch viel Geld. Ja. Bei einem Billet Block finde ich ja immer, da finde ich ja immer schade, dass man den am Ende nicht sieht im Auto. Ne? Ja, nicht und, viel davon. Und ich habe ja bei mir die Reserveradmulde weg. Das ist quasi einfach nur eine gerade Platte. Das heißt, das wirst du sogar tatsächlich von hinten so auch mal ganz gut. Also beim Motor muss man halt schon gut hingucken, ne? Dass man das sieht. Aber ja. Wie lange fräst die Maschine hier in Summe? Weil guck mal, wir reden ja von 1, 2, 3, 4 Teile schon mal. Ja. Plus die beiden Flansche. Ja. Das ist ja schon jede Menge. Was ist das ungefähr nur so eine Arbeitszeit, bis das alles so fertig ist? Ui. Ich denke auf jeden Fall saubere Arbeitsstunde von Maschine. So Spindelstunde sind so ungefähr 30, denke ich. Mhm. Vielleicht mehr. Mhm. Aber das brauchen wir doch. Ja, ja. Wie du sagst auch, wie das aussieht, dann muss man, das Kurs kostet eigentlich am meisten Zeit. Am meisten Zeit, dann überall nochmal rüber zu gehen. Ne? Weil wenn ihr hier guckt, da ist wirklich so, jede letzte Fräsbahn wurde wirklich sich genau überlegt, wo der nochmal einmal langfahren soll. Ja. Dass da überall dieses Muster reinkommt. Das sieht man aber auf den Ansobrücken und Ventildeckel auch überall von ihm. Ja, ja. Das ist überall so. Ich glaube, das ist dann so irgendwann die letzte Sucht, wenn man schon so die Maschinen hat und das so fräst, dass man sich dann auch noch überlegt, wie das am Ende so von der Oberfläche her aussehen soll. Ne? Ja, ich finde das auch, wenn du so etwas kaufst zum Beispiel, dann muss das auch, wie gesagt, du hast auch gesagt, das ist grob, ja, das ist auch Prototyp, haben wir so schnell, eigentlich ja, schnell angefertigt noch nicht, aber so, das heißt, ja, ich denke, ich kann etwas Funktionelles machen, was vielleicht in halber die Zeit, aber die letzten 20 Stunden sind nur für dich an so einem Teil. Ja, ich finde es Wahnsinn, wie diese ganzen gefrästen Sachen wirklich, was da heutzutage so geht, ne? Wie viel, bin gespannt, was da noch so kommt. Ja, es ist viel passiert. In den letzten halben, dreiviertel Jahr ist da einiges nachgekommen. Krass. Ja, haben wir alles? Eigentlich ja, ne? Oder noch irgendwas an dem Diff, was war? Nö. Wow. Bock. Nee, das ich war's denke, eigentlich. Ja. Alles gezeigt, was. Ja, wir können nur noch dazu sagen, hier passen die originalen Buchsen rein, wie von dem originalen Halter. Ob man jetzt Originale nimmt oder PU. Das wäre die Frage gewesen. Ihr werdet alle starr fahren wahrscheinlich, ne? Ja. Einfach nur Alu-Buchse rein und fertig, ne? Ja, viele. Also ich persönlich würde da vielleicht auch noch schwarzes PU nehmen, um dann noch ein bisschen die Last wegzunehmen. Ja. Aber das Maß ist quasi Originalbuchse. Genau, also ich hätte auch, glaube ich, PU reingemacht. Mhm. Und ich wollte den Halter folgendermaßen gestalten. Ich wollte wie so eine Art Käfig, der auch über der Kardanwelle so ein bisschen läuft, auf das Originallager wieder. So war mein Plan, weil man hat theoretisch 4 Verschraubungspunkte, das heißt, den kann man so ein bisschen so spinnenweben, netzmäßig auseinanderfächern. Ja, ja. Das Ding ist, weil dann, da freue ich mich am allermeisten drauf, dieser Halter, der da unten ist, der ist beim B5 immer das Problem für Auspuffanlagen.
Weil genau an der Stelle musst du an diesem Halter vorbei und behängst dann da diese 100er Anlage immer so auf dem Boden. Und wenn du das jetzt so anders baust. Und das ist beim Coupé das Problem mit dem Halter hier, weil der auch so dick ist. Da, also 76 geht, aber 89 über der Achse. Ja. Und hier lang, das ist eine Qual. Deswegen gibt es von RG Customs gibt's schon einen Stahlhalter, der so eine, Eine Welle drin hat. Ja, quasi eine Bohrung oder halt Platz für ein großes Rohr. Und dann passt auch 89. Mhm. Krass. Aber ohne den ist das, also ohne 20 Silentblöcke und sämtliche Halter ist das nicht möglich, dass es nachher nicht klappert. So, pass auf, jetzt müssen wir noch eine Sache. Ich habe zufälligerweise meine Waage hier wieder mit. Ich habe nämlich vorhin noch in Hannover das Original-Diff gewogen. Das waren 33 Kilo. Also ist auch schon mit gut. Mit Sperre und alles drin? Ja, also mit Originalsperre. Okay. Ja. Mit Originalsperre schon 33, das heißt mit irgendeiner, mit einer Quave-Sperre oder wie auch immer wären es eher 35, 36 sein. Und jetzt bin ich hier mal gespannt. Ja. Tatsächlich sogar noch drunter. Hattest du auch den Halter hinten dran? Ja, ja. 1:1 mit Halter, wir blenden das mal ein hier. Aber ich hätte ehrlich gesagt, es ist schwerer. Ich hätte gedacht, es ist schwerer. Ich auch. Vom Gefühl her. Ja, ich hätte jetzt so gedacht, weil es so ein kleines, fettes, massives, schweres Paket ist. Ja. Aber geil, haben wir selbst da wieder. Da weiß ich, wer heute Abend gut schläft. Ein paar Kilos geholt. Wieder 1,5 Kilo gespart. Ah, vielleicht. 7 sogar, ne? War das dann auch ohne das Frontstück? Nee, es war schon lang. Klar, meine Kardanwelle wird ein bisschen schwerer, aber dadurch, dass die dann in Carbon ist und einfach nur das Carbonrohr ein bisschen länger ist, wird sich das schon ausgleichen. Ne? Ja. Mega geil, freut mich, dass ich das Ding da reinmachen kann, weil ich glaube auch, dass man da jetzt mit einem guten Gefühl ein paar Starts machen kann, ohne dass man jedes Mal denken muss, das knackt jetzt hinten definitiv. Weg. Und das war ja bei mir definitiv immer ein so ein Problem, dass ich wusste, wenn ich nochmal richtig anfange mit Viertelmeile fahren, wird das Diff hinten sofort die Grätsche machen. Ne? Ja, das ist halt ein Schwachpunkt. Ne? Ja. Wie gesagt, und ganz, ganz schlimm sind halt die Flansche. Mhm. Also je das mehr Kraft man hat und je mehr Grip man hat, verwindet sich das alles und dann brechen die so ab. Ja, das hatte ich bei mir, ich höre das von den 15er Jungs immer, das war bei mir nie. Aber also in Zerbst habe ich vielleicht drei Stück abgeknackt, glaube ich. Vielleicht hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass meine Autos immer relativ tief und hart waren. Weißt du, die ganze Karosse hat sich da nie so krass bewegt. Bei mir auch nicht. Also das V3 Competition, das war auch schon richtig stark. Ja, okay. Ich würde sagen, so viel Thema Limo. Danke fürs Zuschauen. Wir machen jetzt im nächsten Video direkt weiter mit all dem, so, was wir hier noch so alles finden. Also ihr könnt euch noch auf jede Menge 15er Technik jetzt im Anschluss freuen. Ne? Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.